Darf ich vorstellen, das ist ein chinesisches Zima-Knife. Was es kann, schauen wir uns an. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun, dieses Zima-Messer, ein Survival-Messer aus China. Die Chinesen nennen es zumindest Survival-Messer. Und da haben wir das Teil jetzt. Und insgesamt ist es sehr, sehr brauchbar. Der Preis ist auch absolut in Ordnung. Es gibt es auf Alibaba und auf Gearbest. Ich weiß nicht, ob es das auch auf Amazon gibt. Ansonsten findest du den Link unten. Und es ist sehr, sehr günstig. Ich habe es mir aus China bestellt. Und natürlich, wenn du es dir anschaust, dann wird dir wahrscheinlich auffallen, dass es, eine gewisse Ähnlichkeit mit einem namhaften Markenhersteller aus Amerika bringt, nämlich Easy. Und ob es eine 1:1 Kopie ist von einem Easy Messer, das kann ich nicht sagen. Vielleicht weißt du das, dann schreib mir bitte unten einen Kommentar, das wäre super. Der Stahl, 7CR17 MOV, das heißt so ein klassischer China-Stahl halt, so vergleichbar mit 440C Stahl, so ungefähr in dieser Richtung. Auf jeden Fall brauchbar, besonders für diesen Preis. Es erhält sehr, sehr, du kannst ihn sehr scharf machen, er hält sehr lange scharf. Das Problem ist nur draußen jetzt mit natürlichen Materialien ohne einen Schleifstein, wird es schwer werden. Daher ist das mit diesem Survival-Messer hier in diesem Fall vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber das soll so sein. Mit einem Schleifstein kriegst du das auf jeden Fall hin. Das Messer ist insgesamt nett, es hat Full-Tang, es ist super, aber es gibt zwei Dinge. Zwei negative Dinge. Es ist gravierend meiner Meinung nach und das andere, das liegt halt im Auge des Betrachters. Was meine ich damit? Wenn du dir jetzt diese Klinge anschaust, dann siehst du, dass hier vorne wieder diese Ausnehmung ist, dass er mit dem Zeigefinger reinfahren kann, ich hoffe, du siehst das jetzt schön, damit man eine schöne Schnittführung, damit man viel Kontrolle über die Klinge hat. Das ist auch gut, das ist auch in Ordnung. Aber die Chinesen scheinen anscheinend irgendwie, kleinere Finger zu haben, dünnere Zeigefinger, denn das Problem ist hier tatsächlich, das ist viel zu gering. Ja? Also wenn du dir das anschaust, das gehört viel tiefer gemacht, da passt der Finger nicht rein. Vielleicht habe ich so fette Finger, aber das, glaube ich, wird allein der Grund nicht sein. Und das zweite ist diese Kante hier, die ist bei meinem Exemplar ein bisschen scharf gewesen. Ich bin dann ein paar Mal mit so einem Schleifer drüber gefahren, mit so einer Rundfeile, und damit ist die Sache auch wieder erledigt. Aber das ist vielleicht ein bisschen das ist ein echter Nachteil, finde ich. Aber vielleicht liegt das nur an meinem Messer. Aber die Vertiefung sollte anders sein. Aber, und das ist der andere Punkt, das liegt im Auge des Betrachters, und zwar das Griffmaterial ist sehr, sehr glatt, ist sehr angenehm, es ist ein richtiger Handschmeichler. Es ist auch für den Preis absolut in Ordnung verarbeitet, aber es ist halt sehr glatt. Was heißt das? Wenn du jetzt damit hacken willst, und es ist ja eine relativ kurze Klinge, du siehst, so eine Handbreite ungefähr, da muss man weiter hinten nehmen, damit das auch wirklich gut funktioniert, damit man damit auch wirklich hacken kann. Das ist kein Skrammer, Skrammer, wenn es da nicht gesagt hat, das ist ein Riesenhaumesser, das Finish, also das ist eine ganz andere Liga. Und daher muss man es weiter hinten nehmen. Aber da das Ganze so glatt ist, kann es sein, dass du das abfahrt. Ja? Das braucht auf jeden Fall so ein Lineat. Eine Schnur da hinten drauf, dass man es halten kann. Und selbst dann ist es nicht so einfach, weil es dir vorne zwischen den Daumen und Zeigefinger da immer wieder rausrutscht. Ich habe jetzt für das Feuer hier hinten Fichtenholz abgekackt von totstehenden Bäumen bzw. von abgestorbenen Fichtenästen unten. Und mit der Zeit wird das schon anstrengend, das muss ich schon sagen. Also du brauchst viel mehr Kraft als bei einem Messer, wo das nicht so flutscht, wo vielleicht hier schon eine Ausnehmung ist, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Aber das soll jetzt kein Nachteil sein. Geliefert wird das Teil in so einer, einer Kunststoffscheide. Es ist keine richtige Keidegscheide. Das erinnert natürlich auch sehr an Easy, wirklich sagen. Hier hinten mit diesem Metallbügel, also das ganze Teil ist natürlich schwer, es ist extrem massiv. Technische Daten findest du unten, schau dir das an und entscheid selbst. Also es ist wirklich massiv, hast wirklich was in der Hand und da gibt es gar nichts. Für den Preis darf man sich auch nicht mehr erwarten, aber diese Scheide ist natürlich, das sitzt, da fällt auch nichts raus, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher ein anderes, und zwar, das geht auch schwer raus und
schwer wieder rein, es ist nicht so ganz hundertprozentig verarbeitet, darf man für den Preis aber auch nicht mehr erwarten. Ich finde das Messer insgesamt nicht schlecht, ich werde es jetzt, es heißt der Jungle Survival Knife, Zima, der Jungle Survival Knife, also naja. Und ich werde es jetzt in den Langzeittest ganz einfach nehmen. Ich werde auch einmal die Platte umbauen, das kann man nämlich auch tun, dass man es da quer am Gürtel tragt und so. Werde ich mir anschauen und werde dann, weiß ich nicht, im Winter mal wieder berichten, was ich von diesem Messer halte. Ja, der erste Eindruck ist auf jeden Fall nicht schlecht. Er sagt, ich muss aufhören. Ich sage danke fürs Dabeisein, unten einen Kommentar schreiben, Abo, da ein paar andere Videos zum Anschauen, unten liegt so ein Produkt. Penne rein, raus, Mann. Ciao, Fuchsi.